das soll, erzähl die Sage des Teufels Fußtritt sein. Angst und Bange im dunklen Tannengrün. Vielleicht war der Teufel da schon drin. Es war also ganz schlimm, ganz unschuldig. Wie der Teufel, Teufel, Blut sich fehlt. War natürlich für uns alle furchtbar. Der Teufel kam gesprungen. Die Angst war immer da. Da kommt in Hamburg über den Rehberg, da schauen steil und kahl die Felsen aus dem Grünen hinab ins Gutachtal. Dort ist ein Loch zu schauen im harten Felsgestein. Ich weiß nicht, was in dem Menschen wog. Das soll, kann es nicht sein. Erzähl die Sache. Vielleicht war der Teufel da schon des drin. Des Teufels? Ja, was ist es denn? Ist es was anderes? Es war ja der Teufel in dem Menschen. Für mich war es einfach mein lieber Bruder, mein großer Beschützer. Ja, er hat zwar immer wieder mal so Äußerungen gemacht, er sei der Teufel oder er sei ganz schlimm. Er war irgendwie verstockt und hat auch einen Hass auf Frauen gehabt. Das habe ich auch immer wieder mitgekriegt. Dass hier rauskommt? Heinrich Pommerenke. Dass hier rauskommt? Frauenmörder Heinrich Pommerenke. Eine Spurensuche. Kriminalistisches Dokumentarspiel von Johannes Weiß. Prolog. Er hat selber 65 Gewalttaten zugegeben, davon waren 4 Morde und eine Reihe von schweren Vergewaltigungen. Und ist dann rausgekommen ist, und da sind wir natürlich auch verhört worden, auch in Freiburg. Da haben wir ihn ja noch einmal gesehen. Ich vergiss das nicht, wie ich. Ich war irgendwie schon ein wenig durcheinander. So etwas habe ich noch nie gemacht und bin noch nie irgendwo vorgeladen worden. Gell? Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Es ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. 22. Oktober 1960. Schwurgericht des Landgerichts Freiburg. In der Strafsache gegen den Lehnen. Alle Augen sind auf den Angeklagten gerichtet. Nichts an ihm verrät, was in ihm vorgeht. Die Augen liegen tief in ihren Höhlen, ganz leer, sein Blick. Ziemlich groß ist er, groß und hager. Das Jackett, mindestens eine Nummer zu weit. Die rotblonden Haare liegen glatt am Kopf, kurz geschnitten und nach hinten gekämmt. Es war ein Mann, der eigentlich zu so etwas gar nicht fähig war. Der war an für sich groß, schlank, gut aussehend, möchte ich fast sagen. Und er hat sich auch gewählt ausgedrückt. Also ich möchte sagen, also normal nicht und war auch nicht groß aufgeregt. Aber das, was er gemacht hat, das war schon, also durchgedacht. Das Schlimmste, was man machen kann, hat er gemacht. Ich glaube, es hat nichts gefehlt in seinen Akten, was er nicht gemacht hat. Ich möchte mich mal so ausdrücken. Der Angeklagte ist ferner schuldig des versuchten Mordes in 12 Fällen, davon in 8 Fällen in Tateinheit mit versuchter, in einem Fall mit vollendeter Notzucht und in einem weiteren Fall mit schwerem Raub verübt. Weiterhin ist er schuldig der versuchten Notzucht, der Unzucht mit einem Kinde unter 14 Jahren und der gefährlichen Körperverletzung in je einem Falle. Dass er derjenige war, das habe ich ja im Moment gar nicht fassen können. Da haben wir noch in der Franz-Schiele-Straße untergewohnt und er sagt eine Nachbarin zu mir, na, haben Sie es gehört von dem Tellerwäscher? Hab nichts gewusst, nichts. Und er hat gesagt, ja, der war das, der vom Bären, der war das, wo die Karin umgebracht hat und die andere. Da war ich im Moment so sprachlos, ich habe das gar nicht glauben können. Und da vergiss ich seinen Blick nie. Den vergiss ich nicht. Wie er da putzt hat und so halber grinst hat. Er ist schuldig des schweren Raubes in 2 Fällen, der schweren räuberischen Erpressung in 2 Fällen und des schweren Diebstahls in 5 Fällen. Ah ja, also Hamburg. Ich liebe Hamburg. Mir gefällt es in Hamburg. Also die Gegend ist schon schön. Ich bleib da. Ich wollte nirgends anders hin. Ich bleib da. Das war also ganz schön. Diese Frechheit, hierher zu kommen und sowas Unerhörtes auszuführen,
Klar, das ist ein Einschnitt, das ist ein Raub der Heimat, das ist eigentlich schon so, klar. Es war wie eine Ohnmacht gegenüber dem Verbrechen. Es war nur dieses Thema. Wer ist imstand, so etwas zu machen? Wer ist der Täter? Das war eine heile Welt und die war kaputt, ohne Frage. Ihm ist ja Schuldfähigkeit bescheinigt worden. Also ich sage, heutzutage hätte er gute Chance, nicht schuldfähig zu sein. Anderthalb Jahre zuvor, am frühen Morgen des 1. Juni 1959, rattert der Scharnow-Hummel-Express durch Südwestdeutschland. Sein Ziel? Die italienische Riviera. Draußen noch tiefe Dunkelheit. Zu den Passagieren des Reisedezugs gehört die 21-jährige Dagmar Klimek. Kurz hinter Freiburg verlässt sie ihr Liegewagenabteil, geht zur Toilette. Sie merkt nicht, dass ihr ein Mann folgt. Während die junge Frau auf der Toilette ist, öffnet der Unbekannte draußen vorsichtig die Zugtür. Damals haben die Züge noch keine automatische Türblockade. Als Dagmar Klimek kurz darauf die Toilette verlässt, versetzt ihr der Mann einen kräftigen Stoß. Mit einem lauten Schrei stürzt sie durch die offene Zugtür bei Tempo 100. Schwer verletzt bleibt sie zwischen den Gleisen liegen. Der Mann zieht die Notbremse, springt hinaus in die Dunkelheit. Er sucht, findet sein Opfer, das er stöhnen hört. Mit einem Messerstich in den Hals tötet er die junge Frau. Dann schleift er sie vom Bahndamm herunter, vergeht sich an ihr. Die anderen Passagiere merken nichts von all dem. Es ist bereits der vierte jener grausamen Frauenmorde, die Südwestdeutschland monatelang in Angst und Schrecken versetzen. Irgendwo ein Serienkiller, hinter Büschen, auf einsamen Wegen, an Bahnunterführungen. Der Angeklagte wird zu lebenslangem Zuchthaus und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilt. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Erster Akt. Schwurgericht des Landgerichts Freiburg. 3. bis 22. Oktober 1960. Es war ein Schwurgericht. Und ich war im Schwurgericht eingeteilt. Dr. Karl August Klauser, mittlerweile 88 Jahre alt, gehörte damals zu den drei Berufsrichtern. Da war ich dann als jüngster Richter, war ich dann auch Berichterstatter. Ich hatte das Urteil zu schreiben. Ne? Im Grunde war damals für die Richter nicht wirklich, wirkliches zu entscheiden. Er hat alles zugegeben, es wurde auf Rechtsmittel verzichtet. Damals wurde das eigentlich im Gericht auch wenig diskutiert, auch mit den Laien nicht. Es waren ja 6 Laien und nur 3 Berufsrichter. Ne? Der Prozess als solcher, der dauerte fast 4 Wochen. Karl Eschenauer. Tagtäglich musste ich dahin und es gab immer wieder was Neues. Heute 92 Jahre alt, damals einer von 6 Geschworenen. Aber es waren nur Grausamkeiten. Er machte wirklich, was möglich war als Täter. Ich komme nun zu den Urteilsgründen und beginne mit der Persönlichkeit und dem bisherigen Lebensweg des Verurteilten. Er wuchs zunächst im Elternhaus auf. Nachdem 1939 seine Schwester zur Welt gekommen und im gleichen Jahr sein Vater zur Wehrmacht eingezogen war, kam er zu seinen Großeltern väterlicherseits, wo er bis zum Jahre 1945 blieb. Als er nur ein kleiner Bub war, hat ein Doma mal gefragt, wie lieb hast du mich, dass er sie ganz fest drückt. Und Doma hat aua gerufen, du tust mir weh. Und ganz vorwurfsvoll hat sie das gesagt. Dabei sollte er ihr doch zeigen, wie lieb er sie hat. Auf Dauer war er ja zu anstrengend. Also hat die Mutter wieder zu sich genommen. An der Vater hat er keine guten Erinnerungen. Wenn der aus dem Krieg auf Urlaub nach Hause kam, hat er geschlagen. Einmal sogar mit der Lederpeitsche. Die Ehe der Eltern war nicht harmonisch. Der Vater war von 1939 bis 1949 infolge Wehrdienstes und Kriegsgefangenschaft von der Familie getrennt. Offenbar aber schon vorher trugen sich die Eltern mit Scheidungsabsichten.
Der Vater des Angeklagten soll Beziehungen zu anderen Frauen unterhalten haben. Die Mutter hatte während der kriegsbedingten Abwesenheit ihres Mannes Verhältnisse zu anderen Männern. Die Mutter wollte Heinrich am Ende doch nicht bei sich haben. Er war er lästig. Sollen Doma doch wieder nehmen. Dumm war er nicht. Später, als sie ihn endlich gefasst hatten und feststellen mussten, ob er zurechnungsfähig war, wurde bei ihm ein Intelligenzquotient von 111 festgestellt. In der Volksschule klappte es trotzdem nicht. Zweimal sitzen geblieben. Gerade mal die 6. Klasse hat er geschafft. Dann hat man ihn entlassen. Da war er 15. Was ist nur in dem Jungen vorgegangen? Dann war er zum ersten Mal als Sexualstraftäter aktenkundig. Sein Opfer? Ein 7-jähriges Mädchen. Später stellte sich heraus, dass dies nicht seine erste Gewalttat war. Und dann hat er gemerkt, halt stopp, und hat mich dann rumgeschmissen und hat mich mit dem Gesicht in Maulwurfhaufen gesteckt. Und da ich aber das Gesicht zur Seite gehabt habe, war es mein Glück, dass ich nicht erstickt bin. Das hat er nicht mitgekriegt, dass ich zur Seite. So, und dann hat er, wie gesagt, habe ich mich gewehrt und hat er sein Geschäft da gemacht von hinten. Er kam aber nicht viel ran, weil ich den Hintern, sage ich mal so wie es ist, alles zugekniffen habe. Wann das alles angefangen hat, der Heinrich wusste es selber nicht. Soweit er sich zurückerinnern konnte, hat er schon immer diese Gewaltfantasie. Schon als kleiner Bub hat er den Wunsch verspürt, dem Mädle weh zu machen. Die sogenannten Early Starter, Wolfgang Perner, die sehr früh mit antisozialen kriminellen Verhalten auffallen. Psychiater und Gutachter von Sexualstraftätern, unter anderem von Heinrich Pommerenke. Und mit Rücksichtslosigkeit anderen Menschen gegenüber und Impulsivität, dass die sehr oft eine Entwicklung nehmen, die sehr schwer beeinflussbar ist. Er hatte nie richtige Freunde und war meist für sich allein. Mit der Zeit hatte er sich in eine egozentrische Versponnenheit hineingesteigert, die zu einer zunehmenden Gefühlskälte führte. Er verlor schließlich jedes Gefühl für seine Mitmenschen, insbesondere für die Leiden der von ihm überfallenen Frauen, die er teilweise mit unmenschlicher Brutalität misshandelte und schließlich auch tötete. Er selbst aber war äußerst empfindlich und leicht verstimmbar. Ein Zug, der gerade bei Sittlichkeitsverbrechern häufig festzustellen ist. Je älter er wurde, desto schlimmer ist es geworden. Junge Heidelbergerin auf der Urlaubsreise ermordet. Leichnam in der Nähe eines Bahnhofs. Vom Mörder keine Spur. Todesursache Dolchstoß in den Hals. Wütete der Mörder in Karlsruhe. Weiterer Sexualmord. Wieder wurde ein junges Mädchen brutal ermordet. Das Glück kam der Kripo zu Hilfe. Baden atmet auf. Der Sexualtäter sitzt fest. Bei einem Schneidermeister ins Garn gegangen. Bei einem Schneidermeister ins Garn gegangen. Zweiter Akt. Hornberg im mittleren Schwarzwald. März bis Juni 1959. Ah ja, also Hornberg. Ich liebe Hornberg. Mir gefällt's in Hornberg. Also die Gegend ist schön. Ich bleib da. Ich wollte nirgends anders. Das soll erzählt die Sage des Teufels Fußtritt sein. Angst und Bange im dunklen Tannengrund. Vielleicht war der Teufel da schon drin. Ungeheuer, Bestie, Teufel. So haben sie ihn genannt. So hat er sich auch selber bezeichnet. Vor ihnen sitzt der Teufel, hat der Heinrich zu der Polizisten gesagt, wo er schließlich alles gestanden hat. Gefasst habe sie ihn in Hornberg am 19. Juni 1959. Dort hat er die 18-jährige Karin Welde ermordet. Er ist Tellerwäscher im Hotel Bären, dem ersten Haus am Platze, wie er später stolz erzählt. Die junge Frau arbeitet bei einem Friseur, hat an diesem Tag besonders viel zu tun. Es ist die Zeit vor Ostern. Sie kommt sehr spät aus dem Friseurgeschäft, erst nach 21 Uhr. Pommerenke entdeckt und verfolgt sie. Plötzlich fällt er sie von hinten an, würgt sie, schlägt ihr mit einem großen Stein den Schädel ein.
Dann vergewaltigt er die bewusstlose Frau. Weil sie noch lebt, tritt er heftig mit einem Fuß auf ihre Kehle, damit niemand das Röcheln hört, bis die Frau schließlich aufhört zu atmen. Und man hat das Mädchen bedauert. Man hat sich vorgestellt, was das durchmachen hat, dieser grausame Tod. Das war also so schwer, so eine Belastung für die Bevölkerung. Ich weiß bloß, er war immer so verfroren und hat immer das Fenster zugemacht. Da habe ich immer gesagt, glänze doch die schöne Luft da rein. Eine ehemalige Kollegin und dann, aus dem Hotel Bären. Er war irgendwie verstockt und hat auch einen Hass auf Frauen gehabt. Und dann weiß ich noch eines, wo das rausgekommen ist. Hab nichts gewusst, nichts. Und er hat gesagt, ja, der war das, der vom Bären, der war das, wo die Karin umgebracht hat und die andere. Da war ich im Moment so sprachlos, ich habe das gar nicht glauben können. Ich habe mir gedacht, ich kenne doch den. Ich wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir haben manchmal auch geschafft bis um 11, da wäre ich jederzeit mit ihm heimgelaufen. Da hätte ich mir nichts Böses dabei gedacht. In einer großen Gefahr haben wir uns begeben und haben es gar nicht gewusst. Die Angst war immer da. Und oft ist das Gerücht umgegangen, der Pomarenke ist frei. Ich will ja gar nicht entlassen werden. Zum Schrecken. Heinrich Pomarenke. Der Gesellschaftler, da habe ich nichts davon. Dann gehe ich schon lieber ins Kloster, wenn ich entlassen werden sollte. Ein altes Bauernanwesen aufkaufen, ne? Ein Altersheim draus machen, ein Tierheim draus machen, ein Waisenhaus. Ne? Alles in einem Komplex. Ne? Und Gelegenheit für alleinerziehende Mütter geben. Ne? Die Angst war immer da und ich weiß, war mal im Schwimmbad und da hat es auch jemand erzählt, ich bin heim. Damals eng befreundet mit Karin Welde, dem Hornberger Mordopfer. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich heimgekommen bin vor Angst. Und ich habe auch fast ein Jahr lang, also ehrlich gesagt, bei meinen Eltern im Schlafzimmer geschlafen, immer in meinem eigenen Zimmer. Mit der Zwillingsschwester von der Karin. Haben mehrere Freundinnen in Mannheim besucht. Und da ist der Pomarenke mit uns in denselben Zug gestiegen. Und ich habe ihn so vom See erkannt, also ich wäre Zug gesessen. Und ich denke, ja, ich bin beschützt irgendwie. Aussage des Hornberger Hoteldirektors betreffend Verhalten des Pomarenke, Heinrich. Er war faul, abnorm gefräßig, sonst aber ruhig und höflich. Er trank keinen Alkohol, rauchte nicht. Gegenüber dem weiblichen Personal verhielt er sich korrekt. Einer Serviererin hat er mal zum Geburtstag Blumen geschenkt. In seiner Freizeit, da spielte er vor der Stadthalle Fußball mit kleineren Jungen. Zu denen soll er immer sehr freundlich und nett gewesen sein. Zu diesen kleinen Jungen gehörten die Söhne der Familie Schäuble, die später steile Karrieren in der Politik machen sollten. Der ehemalige baden-württembergische Justiz- und Innenminister Thomas Schäuble sagte vor Jahren, als Kind habe ich mit dem berüchtigten Massen- Frauenmaler gespielt, weil ich komme aus Hornberg und da war eine Zeit lang beschäftigt. Er hat in Hornberg eine Frau umgebracht, aber auch noch in anderen Gegenden von Baden-Württemberg und Deutschland überhaupt insgesamt 4 oder 5. Ich bin schon der Auffassung, dass ein solcher Mensch eben auch dann in der Haft bleiben sollte. Als immer mehr Morde, Mordversuche und Vergewaltigungen geschehen, drängt sich im Juni 1959 der Verdacht auf, ein unheimlicher Serientäter treibt sein Unwesen. 4 Frauen sind getötet und missbraucht worden. Für die Ermittlungsbeamten gibt es keinen Zweifel, da läuft einer Amok. Mehr als 5000 Polizisten sind mit der Fahndung befasst. Nach Pomarenkes Verurteilung veröffentlicht die Zeitschrift Kriminalistik eine Serie über berüchtigte Gewaltverbrechen. Die Tatsache, dass ausgerechnet die landschaftlich so schöne Südwestecke unserer Bundesrepublik von asozialen und kriminellen Elementen bevorzugt wird, ist wohl in der Hauptsache auf die geografische Lage dieses Gebietes zurückzuführen. Auf der einen Seite lockt der Schwarzwald mit seinen dichten Waldungen, den verstreut liegenden einsamen Ortschaften und Gehöften und auf der anderen Seite die etwa 540 Kilometer grüne und natürliche Grenze nach Frankreich und der Schweiz. Aus der Statistik über Kapitalverbrechen in dem Regierungsbezirk Südbaden während eines gewissen Zeitpunktes ergibt sich,
dass kriminelle Elemente aus der gesamten Bundesrepublik in die Südwestecke eindringen, um ihren gesetzeswidrigen Gelüsten, begünstigt durch die kriminalgeografische Lage, leichter frönen und einer Fahndung durch die Sicherheitsorgane eher entgehen zu können. Es lastet daher auf der Kriminalpolizei im Regierungsbezirk Südbaden die schwere Aufgabe, die Bevölkerung vor diesen menschlichen Bestien zu schützen und diese unschädlich zu machen. Bevor man ihn endlich gefasst hatte, wurden viele Männer fälschlich verdächtigt. Jeder kleinen Spur wurde nachgegangen. Am Ende war es ein Zufall, der die Polizei in Hornberg auf die Spur des Frauenmörders führte. Also eigentlich hat ihn ja ein Schneider festgenommen. Und als Pomarenke gefasst wurde, war das ja eigentlich Lore Feist, reiner Zufall. Alteingesessene Hornbergerin, heute in den 80ern. Nämlich er hat sich hier ja beim Schneidermeister einen Anzug machen lassen, den hat er abgeholt und ließ ein verschnürtes Paket zurück. Und zwar hat er dort seinen bestellten Anzug abgeholt, hat den alten zurückgelassen. Pfarrer Ernst Ergenzinger. Mit einer Aktentasche hat gesagt, die hole ich später. Ehrenamtlicher Betreuer von Pomarenke. Und der Schneider hat die Aktentasche irgendwo hingeräumt und fand sie reichlich schwer. Da war ein Gewehr drin, abgesägt und auf, war da drin gelegt in der Aktentasche. Und die hat er vergessen, nicht? Und das musste man ja dann untersuchen, wenn man sowas findet, dass da irgendwas dahinter steckt. In einer Illustrierten ist eine große Bildreportage erschienen über Heinrich seine Festnahme. So, also das ist Hamburg, da drunter wohnen wir. Ah ja, also Hamburg, hier. Das ist noch das alte Schloss, das ist schon lang abgerissen. Und das war der Herr Pomarenke. Und das ist die Karin Well, das war eine Freundin von mir. Und sie war Friseuse und sie hat außerhalb von Hamburg gewohnt und ist halt bei einer Dunkelheit alleine heimgelaufen. Und da hat er sie wohl verfolgt, hat sie aber nicht gekannt durch uns irgendwie. Er war ja Tellerwäscher im Hotel Bären, weil da viele Gäste waren und auch Anzüge bei meinem Vater haben bügeln lassen und hat auch also mal einen Anzug abgeholt und hat dann sich eben auch selber einer anfertigen lassen. Und der Anzug war fertig und ist aber nicht abgeholt worden. Nach vielen Monaten ist er gekommen und sagte, er wäre in Baden-Baden gewesen und hätte beim Pferderennen Geld gewonnen. Er könnte jetzt den Anzug bezahlen. Ja, und dann hat er den probiert und hat ihn gleich angelassen. Und mein Vater hat ihm seinen alten Anzug eingepackt, den hat er unter den Arm genommen. Und weil er dann wieder ein Päckchen gehabt hat, hat er seine Aktentasche vergessen. Und meiner Mutter ist das irgendwie alles ein wenig undurchsichtig gleich vorgekommen und hat in die Aktentasche geguckt und hat eben ein Quer mit abgesägtem Lauf gefunden. Und dann ist sie gleich zur Polizei, die war gerade da drüben über der anderen Straßenseite. Jahrelang war das so. Jetzt haben sie ihn. Wissen aber zunächst noch nicht, dass das der berüchtigte Frauenmörder ist. Die Bestie, der Teufel, das Ungeheuer, das so viel Angst und Schrecken verbreitet. Aber das war ja echt ein Monster. Da vergiss ich seinen Blick nie. Und da habe ich ihn als blasse, unauffällige Mensch in Erinnerung. Und im Nachhinein hat er mir sagen, das war ja ein Monster. Pomarenke wird verhört, wieder und wieder. Und er gesteht. Nein, zunächst noch nicht die Morde, aber den Raubüberfall auf den Bahnhofsschalter in Karlsruhe-Durlach zum Beispiel. Den hatte er am Tag zuvor begangen und dabei das abgesägte Gewehr benutzt. Und dann wird er immer mehr in die Enge getrieben. Blutspuren an seiner Kleidung zum Beispiel. Was bedeuten die? Wo kommen die her? Ganz allmählich ahnen die Vernehmungsbeamten, wer ihnen da ins Netz gegangen ist. Pomarenke ist ruhig, antwortet höflich, gibt sich aufgeschlossen. Die Polizisten sind eigentlich ganz freundlich,
väterlich, vor denen muss man Achtung haben. Der Heinrich fasst Vertrauen zu ihnen. Irgendwie empfindet er sogar als Erleichterung, dass er erzählen kann von seiner Mutter, seiner Schwester, von der Oma, Opa. Warum soll er auch nicht die kleineren Vergehen zugeben? Allerdings, eine Vergewaltigung muss er auch gestehen. Das ist ihm schon etwas unangenehm. Aber was bleibt denn anderes übrig? Die Frau hat überlebt, ihn auf einem Foto erkannt. Und er hat dann ausgepackt. Und er hat sowas von ausgepackt, dass also Dinge, die man ihm nicht im Entferntesten angelastet hätte, dass er die eben zugestanden hat. Und dann wollte er dann auch aufarbeiten, ne, durch das, weil es ist ja auch unglaublich, was er noch wusste. Oliver Metzger, heute Polizeikommissar in Haslach im Kinzigtal, hat seine Diplomarbeit über Pomarenke geschrieben. Von Taten, die Jahre praktisch zurück. Sind. Aber trotzdem, da wusste er noch ganz genau, wie und was. Da war ich im Moment so sprachlos, ich habe das gar nicht glauben können. Ich habe mir gedacht, ich kenne doch den. Das Trauma nimmt seinen Lauf bis heute. Die Frauen, die damals junge Mädchen waren, hat das Geschehen ihr Leben lang verfolgt. Und die geht da oben sagen, ob sie mir es glauben oder nicht. Heute noch, wenn wir da nur fahren. Nicht selten passiert es mir, dass ich an die denken muss. Als die ermordete Karin Welde zu Grabe getragen wird, ist das die größte Beerdigung in Hornberg seit Menschengedenken? Das Schlimmste war halt, wie jemand zu mir kam und gesagt hat, deine Freundin Karin ist ermordet worden. Weil am Abend zuvor waren die Eltern von ihr bei uns und haben gefragt, ob sie bei uns ist und so. Und haben sie halt dann die ganze Nacht gesucht und morgens ist sie dann gefunden worden. In Hornberg erinnert man sich noch sehr gut, wie der junge Tellerwäscher vom Bären, der Pomarenke, auf die trauernden Eltern zuging und ihnen sagte, der das gemacht hat, dem müsste man den Hals abschneiden. Und da vergiss ich sein Blick nicht. Ja, herzukommen. So ein Grinser war auf seinem Den vergiss also, ich, das habe ich selber gesehen. Teufel. Ja, lang war das so. Ganz schlimm. Ganz Monster. Teufel. Wieder Teufel. Jeder hat so Angst in sich gehabt. Und wir sind dann auch wieder miteinander ins Schwimmbad, wir Freundinnen und alles, aber halt so gut geht der Alltag wieder begonnen. Ich weiß dann auch, dass da sehr viele Mädchen in dem Alter abends gar nicht mehr fort durften. Ein trüber Oktobertag im Jahre 1960. Demnächst beginnt in Freiburg der Prozess. Aber heute fahren die Ermittler mit ihm erst einmal an die vier Tatorte, an denen er die Frauen ermordet hat. Pomarenke fröstelt. Er hat Angst, an die Orte zurückzukehren, aber er hat keine Wahl. Besonders unangenehm ist ihm die Erinnerung an den Mord, den er hier in Hornberg begangen hat. Der Oberstaatsanwalt und mehrere Polizeibeamte sind dabei, als Pomarenke in allen Einzelheiten die Tat und den Todeskampf seines Opfers schildert. Als er am Tatort ein wenig außerhalb von Hornberg stand ist und geschildert hat, wie er Karin Welde ermordet und missbraucht hat, hat er plötzlich gespürt, wie er am ganzen Leib zittern angefangen hat. Er wird das, was geschehen ist, am liebsten rückgängig machen, hat er gesagt, als der Oberstaatsanwalt ihn gefragt hat, was fühle sie und denke sie jetzt? Da war nichts mehr rückgängig zu machen. Wie wird jemand so, der über eine lange Zeit hinweg nichts anderes tut als schlimmste Straftaten und geradezu darauf lauert, wieder was Neues anzustellen? Und das Rätsel ist bis heute geblieben. Ich kann es bis heute nicht erklären. Es ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Alle Augen sind auf den Angeklagten gerichtet. Nichts an ihm verrät, was in ihm vorgeht. Nichts an ihm verrät, was in ihm vorgeht. Dritter Akt. Der Mörder sitzt hinter Gittern. Doch draußen bleibt die Angst. Das war's. 22 Jahre alt. In den 49 Jahren, die noch vor ihm liegen, wird er niemals wieder in Freiheit leben. Er wird berühmt als der deutsche Gefangene, der zu seiner Zeit am längsten in Haft saß. Und dann sagte er, was glauben Sie, wie lange wir hier zusammen sein werden? Harald Preusger, von 1981 bis 1994 Leiter der Justizvollzugsanstalt Bruchsal.
Das kann ich auch nicht genau sagen. Und damals habe ich in meiner vielleicht etwas naiven Art gedacht, naja, so 25 Jahre, das kam ja damals exorbitant viel vor und mehr wird es wohl nicht sein. Und dann sagte ich, naja, so 25 Jahre. Und dann sagte er, ja, das ist okay. Pomarenke wird nie wieder in Freiheit leben. Aber das wissen sie im Jahr 1960 nicht. Er weiß es nicht. Und die anderen auch nicht. Die Angehörigen, Freunde und Bekannten seiner Opfer. 1981 weiß er es immer noch nicht. Er wird jahrzehntelang hoffen, doch noch begnadigt zu werden. Die draußen werden Angst vor ihm haben, solange er am Leben ist. Es war ja mal, wo der Wolfgang Schäuble Innenminister war. Zu dieser Zeit hat es mal geheißen, und es war auch so gedacht, dass der Pomarenke vorzeitig entlassen werden soll. Das ist die Bärenpredigt. Begreift das. Und wir waren früher, der Wolfgang und ich, im Jugendkreis und sind auch miteinander gewandert. Wir haben uns gut gekannt. Und dann hat er mich einmal gefragt, hättest du Angst, wenn der Pomarenke jetzt rauskäme? Und dann habe ich gesagt, also wohl wär's mir nicht dabei. Und wenn wir Waffenlaufen kriegen und wir kämpfen wollen, dass wir was wert sind, dann kommen wir über alle gar nicht mehr schimpfen für nichts. Nur lang nachdem der Heinrich gefasst, verurteilt und ins Zuchthaus gesperrt worden war, so hat es früher geheißen, in seine Untaten die Fantasie von der Menschen beschäftiget. Der kleine Mädle wurde von ihren Müttern bis in die 70er Jahre eingeschärft, dass sie nach Haus kommen solle, bevor es dunkel wird, sonst kommt der Pomarenke und holt dich. Ja, sogar Polizeibeamte, die an der Ermittlungen gegen ihn gar nicht dabei waren, sind von seinen Taten bis in Schlaf verfolgt worden. Der Charlie Endres war ja bekannt, der war immer da, der war immer im Dienst, also privat war da nichts. Er konnte auch immer zuhören. Der Charlie Endres war eine Institution in Hornberg. Das war die Polizei. Also im Begriff Polizei ist gleich Charlie Endres. Und ich kann heute noch sagen, ich bin die Tochter vom Gendarm und jeder weiß Bescheid. Silke Endres. In der Bildzeitung ein recht großer Zeitungsbericht gestanden ist. Tochter des ehemaligen Hornberger Gendarmen. In dem geschildert war, dass also Pomarenke nicht freikommt. Und was natürlich bei meinem Papa und mir Gesprächsthema war. Und wir saßen dann später draußen vorm Haus. Meine kleine Tochter saß in der Sandkiste. Mein Papa, der damals schon pensioniert war, sagt nur zu mir, ich hatte heute Nacht einen ganz, ganz furchtbaren Traum, du. Oben an der Straße bei uns, eine kleine Anhöhe, die Wiese hoch, stand der Pomarenke. Und rief runter, du, deine Enkeltochter, hole ich mir als nächstes. Daraufhin sei er in sein Haus gegangen, hätte eine Pistole geholt und wäre den Berg hochgelaufen, hätte den Pomarenke einfach erschossen. Und er war selber total bestürzt, dass er sowas geträumt hat. Im Sommer 1960 sitzt Pomarenke im Freiburger Untersuchungsgefängnis, wartet auf seinen Prozess vor dem Schwurgericht. Dienstbefehl betreffend Überwachung des Untersuchungsgefangenen Heinrich Pomarenke. Der Untersuchungsgefangene Pomarenke ist stündlich viermal in unregelmäßigen Abständen zu beobachten. Der Spaziergang des Untersuchungsgefangenen Pomarenke wird an den Werktagen von 7.15 Uhr und 7.25 Uhr im östlichen Teil des Spazierhofes zwischen dem 4. und dem 3. Überwachung des Spaziergangs werden vier Beamte eingesetzt. Bei Verabreichung des wöchentlichen Brausebades ist die Aufsicht von drei. Das Rasieren, das einmal in der Woche erfolgt, sowie das Haarschneiden, wird jeweils unter Aufsicht von zwei Beamten in der Zelle des Gefangenen durchgeführt. Dabei ist allerstrengstens darauf zu achten, dass Pomarenke nie in den Besitz einer Klinge kommt. Ich bin zu meiner Mutter, die ist heulend zu mir gekommen. Ich, arme Mutter, was muss ich alles erleiden? Ich hatte den Glauben, dass er das Produkt einer Vergewaltigung ist und dass die Mutter ihn eher abtreiben wollte als austragen. Und dass das alles sich auf ihn niedergeschlagen hätte und so eine merkwürdige Mischung aus Idealisierung von Frauen und Hass auf Frauen erzeugt hat und die Mutter als ein großes Muttertier erlebt eigentlich, die ständig Männer braucht, um Kinder zeugen zu können. Ich spreche jetzt über sein Fantasieleben, so hat er sich das vorgestellt.
und das hat offensichtlich sein Frauenbild geprägt. Ich komme nun zu dem Mordfall Karin Welde in Hornberg, begangen am Abend des 25. März 1959. Nach Dienstschluss verließ der Angeklagte das Hotel Bären, in dem er arbeitete. Er wollte nach der Küchenarbeit frische Luft schöpfen. Es herrschte Nieselwetter. Da sah er in etwa 100 Metern Entfernung die 18-jährige Friseuse Karin Welde stehen. Er interessierte sich sofort für sie und hatte den Wunsch, sie geschlechtlich zu gebrauchen. Und wo das dann rausgekommen ist, und da sind wir natürlich auch verhört worden, auch in Freiburg, da haben wir ja noch einmal gesehen, ich vergiss das nicht, wie ich war irgendwie schon wegen durcheinander. Im Einzelnen wurde er immer gefragt, wie er das gemacht hat. Der ist ungefähr so vor mir gesessen, nicht? Konnte ihm die Hand reichen. Und es war für mich furchtbar, was ich anhören müsste. Nicht? Da musste immer im Einzelnen musste erzählen, wie er das gemacht hat, wie er den gepackt hat von hinten und so weiter. Oder wie er die Frau aus dem Zug geworfen hat. Es war auch noch eine Frau da, die selber angegriffen wurde von ihm. Die hat ihm noch die Narben gezeigt, die sie hatte. Also er hat ein Bild gemacht, so wie ein normaler junger Mann in dem Alter. Kann so einer normal sein? Für den Prozess wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Ergebnis? Pomarenke ist für seine Taten voll verantwortlich. Mir ist es ein absolutes Rätsel, wie ein Gutachter feststellen kann, und das mit vielen Gründen, dass es sich hier um eine völlig gestörte psychopathologische Persönlichkeit handelt und nachher aber sagen, der ist voll straffähig. Also wenn wir heute dieses Verfahren wieder aufrollen würden, dann würde das nie Bestand haben. Also ich sage, heutzutage hätte er gute Chance, nicht schuldfähig zu sein. Ich habe nur einen Menschen gehasst in meinem ganzen Leben und die hasse ich heute noch. Und das ist meine Mutter. Wenn die uns nicht in den Stich gelassen hätte, wäre das nicht so weit gekommen. 100%. Wenn eine richtige Familie da gewesen wäre, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber das vielleicht bringt auch nichts mehr. Bringt alle anderen, wo tot sind, und alle anderen, wo er missbraucht hat, bringt das denen auch nichts mehr. Seine jüngere Schwester war der Mensch, an den der Heinrich am meisten gegangen ist. Sie hat erleben müssen, dass ihre Mutter sie eines Tages einfach auf der Straße hat stehen lassen, ihr gesagt hat, ich komm gleich wieder. Doch sie ist nicht wiedergekommen. Es war also ganz schlimm, ganz. Ich kann nicht charakterisieren. Ne? Ich weiß bloß, dass es wirklich ein Mensch war, der komplette Aussetzer gehabt hat. Ne? Aber dann war es richtig übel. Wie der Teufel. Blut, sich fehlt. Wenn Mutter verlässt, kann man gar nicht übertreffen. Aber natürlich, dass sowas dann draus wird. Nicht? War natürlich für uns alle furchtbar. Menschen, die eine schlimmere Kindheit hatten als er und die sehr rechtschaffen geworden sind und gerade besonders imponierende Persönlichkeiten. Die Angst war immer da. Da kommt vielleicht war der Teufel da schon drin. Ist es was anderes? Ja, was ist es denn? Ist es was anderes? Das war ja der Teufel in dem Moment. Ein auf sich gestellter Eigenbrötler, der auf seine Weise versucht hat, zu Lust und Befriedigung zu kommen. Das stimmt, dass auf ihn am ehesten dieser Begriff der tickenden Zeitbombe zutraf. Nach seiner Verurteilung durch das Schwurgericht in Freiburg kommt er nach Bruchsal, ins Zuchthaus. Oben auf der Mauer schwenkbare Scheinwerfer und bewaffnete Posten. Das Zuchthaus hat 108 Aufseher. Ihnen stehen bei 400 vorhandenen Einzelzellen 500 Gefangene gegenüber. Darunter berüchtigte Scheusale, für die keine Wand zu dick, keine Mauer zu hoch sein kann. Berüchtigte Scheusale, für die keine Wand zu dick, keine Mauer zu hoch sein kann. Vierter Akt. Die Jahre 1960 bis 1992. Ich bin entschiedener Christ und habe Interesse daran, mit dem verurteilten Hilfsarbeiter Heinrich Pomarenke Briefwechsel aufzunehmen. Kaum ist Pomarenke in Bruchsal, die Schlagzeilen über seine Morde und den Prozess sind noch frisch im Gedächtnis, da kommen schon die ersten Briefe. Erlauben Sie mir, mit einer Anfrage zu Ihnen zu kommen.
Kann man mit einem Strafgefangenen wie Heinrich Pomarenke in briefliche Verbindung treten? Mein Gedanke ist der, ich möchte als Mutter von 4 Kindern ein in die Irre gegangenes Menschenherz wieder aufbauen und erwärmen. Herr Pomarenke, zu Beginn Ihres Lebens schenkte Ihnen Gott die heiligmachende Gnade und machte Sie damit zum Gotteskind, zum Erben des Himmels. Die Verwaltung dieses Großvermögens lag in Ihrer Hand, doch Sie haben es schlecht verwaltet. Sie haben es weggeworfen und taten Böses, Schändliches. Ich bitte Sie, bereuen Sie Ihre schwere Schuld aus Liebe zu Gott. Ich schließe Sie in mein Gebet ein. Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Strafgefangenen ein Schriftverkehr nur mit den nächsten Angehörigen gestattet werden kann. Von diesen Briefen bekommt Pomarenke keinen einzigen zu Gesicht. Ich habe mich dann gelegentlich erkundigt, nicht, was mit ihm geschehen ist. Er ist dann ganz fromm geworden, nicht? Es hat ja auch geheißen, hat dann in der Bibel gelesen und so, ob das nur Schein war oder ob das Wirklichkeit war, das weiß man natürlich auch nicht. Ob es wahr ist, dass er sich also nur noch mit der Bibel beschäftigt hat, das weiß ich nicht. Bruchsal, 25. Februar 1961. Liebe Schwester, Bruchsal, 25. Februar 1961, liebe Schwester. Ich bin dabei, mein Leben ganz von neuem zu beginnen. Denn ich sehe ein, dass ich ein unrechtes Leben in fortgesetzter Sünde gelebt habe, was ich sehr bereue. Dich, liebe Schwester und deinen lieben Mann, bitte ich, dass ihr euch auch unserem Herrn Jesus Christus zuwendet. Kauft euch eine Lutherbibel. Ich freue mich, liebe Schwester, wenn ich euch im ewigen Leben in meine Arme schließen kann. Vielleicht noch mit einer Schar von Kindern. Ich glaube an Gott und was in der Bibel steht. Amen. Dein an dich denkender Bruder Heinrich. Nicht nur Pomarenke hat lebenslänglich, auch seine Angehörigen. Und natürlich die Angehörigen der Opfer. Die überlebenden Opfer draußen werden ihr Leben lang unter seinen Taten leiden, obwohl das Monster, die Bestie, der Teufel weggeschlossen ist. Es müsste noch schlimmere Strafen geben für solche Menschen, die andere so gequält haben und solche Undinge gemacht haben, die müssten mal am eigenen Körper verspüren, was er gemacht hat. Ohne dass ich ja irgendwie Rache wollte, aber er sollte das einmal selber spüren, wie grausam das er war. In einer Tageszeitung erscheint gleich nach seiner Festnahme ein Kommentar unter der Überschrift »Man wird seinen Kopf fordern«. Sie haben ihn. Eine verkommene Menschenseele fast ohne Beispiel wird den Psychiatern eine Aufgabe stellen. Ein 22-jähriger Herumtreiber, der hemmungslos und bestialisch zugleich seinen primitiven Trieb lebte, zu vergewaltigen, zu töten und sich ebenso brutal Mittel für seinen Lebensunterhalt zu beschaffen. Warum lässt man so einen leben, wallte gestern bereits die Erbitterung der Bevölkerung auf. Keine Frage, dass die Diskussion um die Todesstrafe erneut losbrechen wird und die überwältigende Mehrheit den Kopf dieses Unmenschen fordert. Als Christ kann ich das auch nicht sagen, dass er jetzt getötet werden muss auf irgendeine Art und Weise. Aber ich weiß nicht, ob das für den eine Strafe war. Die haben ja heute Fernseher zum Teil drin in ihrer Zelle. Aber ich stelle mir vor, dass solche Leute, wenn sie mal ein Jahr oder zwei sitzen, dass sie sich so daran gewöhnen, dass sie genauso leben wie wir auch. Kriegen ja alles nicht. Bruchsal, Oktober 1961, Meldung. Betrifft Strafgefangenen Pomarenke, Zelle 87. Der Strafgefangene wurde am Anfang der Woche aufgefordert, sich zu rasieren. Darauf gab er zur Antwort, ich tue das nicht, weil es eine Sünde ist. Es wurde ihm erklärt, dass es laut Vorschrift nicht gestattet ist, dass sich ein Gefangener einen Bart wachsen lässt. Trotzdem kam er wieder mit seinen Bibelgleichnissen und betonte, er werde sich nicht rasieren. Er könne das vor Gott nicht verantworten, auch wegen der Rasierklingen, Januar, die er dazu verbraucht. 1962. Ich betrat heute die Zelle des Pomarenke Heinrich. Er erschien mir verstört. Auf meine Frage, ob er nicht arbeiten wolle, entgegnete er, er eifert dem Herrn Jesu nach. 1962. Der Strafgefangene Pomarenke verweigert weiterhin Oktober jegliche Arbeit. 1962.
Auf eingehende Belehrung beharrt Pomerenke auf seiner Arbeitsverweigerung. Er wird mit 20 Tagen strengem Arrest Februar bestraft. 1963. Pomerenke weigert sich, die Arrestzelle zu verlassen. Er wurde daraufhin in die Beruhigungszelle verbracht. Dabei wurde seine Haar- und Barttracht in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht. Der strafgefangene Pomerenke Heinrich wurde mit Gewalt nach Turm 5 verbracht. 8. März 1966 betrifft Ausbruchsversuch des zuchthausgefangenen Pomerenke Heinrich. Pomerenke ist in der Nacht vom Freitag, 4. März, auf Samstag, 5. März, durch Entfernung der unteren Türfüllung seiner Zellentür in die Werkstatt der Buchbinderei ausgebrochen. Dort kam er nicht mehr weiter und wurde am folgenden Morgen gefunden. Da mussten die Bediensteten schon ganz schön hinlangen und dann haben die den dahin geschleift. Ja? Und er hat sich gewehrt, so gut er konnte. Und da hat schon jeder mal was abgekriegt. Da hat auch ein Bediensteter mal einen Tritt abgekriegt, aber Pomerenke natürlich auch. Und je mehr er seinen Widerstand zelebriert hat, je mehr hat er abgekriegt. An die Direktion. Heute las ich in der Zeitung, dass der Pomerenke ausbrechen wollte. Warum werden diese Kerle nicht gleich aufgehangen? Das ist Unkraut unter den Menschen. Schade um jedes Gramm Fett, das die fressen. Hitler würde schon aufräumen mit dem Unkraut. Unterschrift: Eine Stimme aus dem Volke. Wie gesagt, es war ab und zu ein Gerücht, dass er eben freikommt. Ich weiß, ich bin ein paar Mal richtig aufgelöst, heimgerannt und nicht mehr aus dem Haus. Gell. Dass ich rauskam? Ich glaube das immer noch. Noch ist mir der Glaube nicht geraubt worden. Der strafgefangene Pomerenke, Zelle 159, Zelle 147, Zelle 113, Zelle 5, Zelle 300, Zelle 232, Zelle 230, Zelle 8. Dezember 1973. Der strafgefangene Pomerenke ist seit 3 Tagen nicht mehr ansprechbar. Pomerenke leert seinen Kübel nicht und nimmt nicht am Hofgang teil. Die Anstaltskost, die ihm in die Zelle gegeben wird, ist zum Teil unberührt. Alle menschlichen Regungen, Essen, man isst alleine, immer alleine isst man in seiner Zelle. Da verroht man. Das Schöne ist, das Dasein ist das Schöne am Leben. Dann nicht das Hin- und Herhetzen oder ja, sondern das Dasein. Ja, ich glaube, wir kriegen Kraft durch Freude. Ne? Wenn wir Freude stiften können, lebt der andere auf, ne? Den sie widerfährt. Der Überzeugung bin ich. Januar 1974. Pomerenke zeigt die üblichen Verschrobenheiten. Seine Sprache ist hohl, pathetisch, leer. Zuweilen wirkt er leicht stuporös, mit in die Ferne gerichtetem Blick. Pomerenke wird 1960 zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Er sitzt seit fast 10 Jahren im Zuchthaus, als dieser Begriff durch die große Strafrechtsreform abgeschafft wird. Die Justiz bemüht sich, den Sinn der Strafe neu zu definieren. Das Bundesverfassungsgericht spricht ein wegweisendes Urteil. Demnach muss jeder Straftäter, auch der Schlimmste, immer die Chance behalten, eines Tages wieder in Freiheit leben zu können. Das gilt allerdings unter einer wesentlichen Voraussetzung. Der Gefangene darf nicht mehr gefährlich für seine Mitmenschen sein. Bei Lebenslänglichen beginnt die schrittweise Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit mit den sogenannten Ausführungen. Der Gefangene darf für einige Stunden in Begleitung von Gefängnisbeamten hinaus in die Freiheit. Mai 1982. Leider kann ihrem Antrag auf Ausführung des strafgefangenen Heinrich Pomerenke nicht entsprochen werden. Aus meiner Sicht ist er nicht mehr gefährlich. Dafür gibt es eigentlich mehrere Gründe. Einer ist, dass er ein alter Mann geworden ist. Ein alter Mann, der eine Sozialisation durchgemacht hat, eine Gefängnissozialisation, die von der Stabilität und Berechenbarkeit her sich nicht viel unterscheidet von einer Sozialisation außerhalb des Gefängnisses. Er hat gelernt, mit seinen Aggressionen klarzukommen. Würde draußen bekannt, dass Pomerenke sich außerhalb der Gefängnismauern bewegen könnte, und sei es nur für wenige Stunden. Ein kollektiver Aufschrei wäre die Folge. 40 Jahre, 50 Jahre, das ist einfach meines Erachtens auch mit der Menschenwürde nicht vereinbar. Weil es nichts mehr bringt. Es bringt nichts mehr. Es ist nur noch Rache. Und der Staat darf nicht rächen. Der Staat darf nicht rächen. 5. Akt. Die Jahre 1993 bis 2008.
Dem Gefangenen Pomerenke wurde die am 30. Juli 1993 beantragte Ausführung für den 12. August 1993 nach Bruchsal und Umgebung in bürgerlicher Kleidung genehmigt. Ein Beamter der Justizvollzugsanstalt und Pfarrer Ergensinger haben ihn begleitet. Nach 34 Jahren Haft durfte er zum ersten Mal für einige Stunden hinaus. Und da gucke ich hin und da bewegt er sein Gesicht so in dem Gras hin und her. Und hat da nur ganz ruhig und sehr verinnerlicht gesagt, weißt du eigentlich, wie Gras riecht? Wir sind dann durch einen Park weiter in die Landschaft zu einem Baggersee, da wollte er unbedingt hin. Und unterwegs hat er hat Bäume umarmt. Und dann kam er zu dem Baggersee, da waren einige Leute und so. Und ist dann rein und hat da geplanscht. Er hat sich vollgepumpt mit Leben und Glück. Immer wieder geht es um die Frage, kann man jemanden wie Pomerenke doch eines Tages ganz entlassen? Die Anstalt stand ja auch ständig unter dem Druck der Öffentlichkeit, weil kaum wurde Pomerenke begutachtet, standen schon einige Leute wieder vor dem Gefängnis und sagten, nie soll Pomerenke freikommen. Wo ich das gehört habe, hat ja mal geheißen, dass er wieder die Zeit rum ist. Da habe ich schon Angst gehabt. Ich denke, wenn die Zeit rum ist, da geht er erst dran an, wo er war. Man weiß ja nie. Das war doch schon oft der Fall, dass wenn sie irgendwo waren, da sind sie wieder hin. Natürlich empfiehlt der Gutachter nicht einfach die Freilassung. Zunächst, sagt er, müsse Pomerenke das bekommen, was er bisher nie bekommen habe. Eine intensive Therapie. Aber von einigen Stunden abgesehen, eine langfristig angelegte Therapie erhält er bis zu seinem Tode nicht. Deshalb bleibt er im Gefängnis. 40 Jahre, 50 Jahre. Das ist einfach meines Erachtens auch mit der Menschenwürde nicht vereinbar. Weil es nichts mehr bringt. Es bringt nichts mehr. Es ist nur noch Rache. Und der Staat darf nicht rächen. Todkrank wird Pomerenke in das Gefängniskrankenhaus auf der Festung Hohenasperg eingeliefert. Am 29. Dezember 2008 um 16.17 Uhr wird dort sein Personalblatt aktualisiert. Austrittsdatum 27. Dezember 2008, 12 Uhr. Austrittsart, natürlicher Tod. Ich war erst, wo ich gewusst habe, dass er gestorben ist, war es für mich eine Beruhigung. Gott sei Dank. Doch, noch nie habe ich mich über den Tod von einem Menschen gefreut, aber ich habe mich richtig gefreut. Irgendwie war doch jetzt ein Ende und ein Abschluss. Also da war man froh, dass er im Gefängnis oder im Krankenhaus starb. Man hoffte auch, dass es jetzt ein wenig ruhiger wird. Einfach ruhiger. Und trotzdem ist er immer wieder da. Immer wieder. Bei den Älteren und bei den Ortsansässigen. Das kann man auch analog für andere Fälle sehen. Wer mit sowas behaftet war oder betroffen war, der wird es nie. Die haben lebenslänglich, diese Leute. Ne? Der Heinrich hat mir mal gesagt, das ist geschehen und es wird nichts besser, wenn wir darüber reden. Und es wird nichts besser, wenn ich jeden Tag weine. Aber was ich weiß, ist, dass er jeden Tag betet für seine Opfer. Das ist äußerst merkwürdig. Und wenn ich der liebe Gott wäre, dann würde ich diese Gebete besonders ernst nehmen. Denn der Mensch kann den ja nicht vergeben. Wenn ich mit dem zu tun hätte, ich könnte dem auch nie vergeben. Das, was er gemacht hat, war unmenschlich und ist unfassbar. Heute habe ich auch gesagt zu unserem Hauspsychologen, ja, ne? Ich will ja gar nicht entlassen werden zum Schrecken der Gesellschaft. Ne? Da habe ich nichts davon. Da gehe ich schon lieber ins Kloster, wenn ich entlassen werden sollte. Dass ihm die Angehörigen seiner Opfer niemals würden vergeben können und dass sie, solange er lebte, panische Angst vor ihm hatten, das wusste er. Ob die Opfer ihm vergeben, gibt ja ein Weiterleben. Das heißt ja in der Bibel, es ist keine Sünde so groß, dass sie nicht vergeben werden kann, aber die kleinste Sünde muss vergeben werden. Das ist der erste Schritt. Ob die das können? So junge Mädchen, man muss sich das mal vorstellen. Der ist nicht anders, wenn er stirbt. Mit der Gesinnung ist er auch in die Ewigkeit gegangen. Man sagt, dem Geist, dem er gedient hat, der hat man auch nachher, der nimmt man auch nachher in Empfang. Was ihm blieb ist, war sein Glaube an ein neues Leben nach dem Tod.
Der Heinrich hat drauf gehofft, dass ihm seine Opfer im Jenseits vergeben. Ah ja, also Hamburg, ich liebe Hamburg. Mir gefällt es in Hamburg. Also die Gegend ist schon schön. Ich bleib da. Ich wollte nirgends anders hin. Ich bleib da. Das war also ganz schön, ganz. Und da vergiss ich St. Blick nicht. Teufel. War jahrelang war das so. War natürlich für uns alle furchtbar. Doch, der Teufel, wenn ich um Gefäß erbitt, da wird ihm Angst und Bange. Und er ist ausgereckt. Ein Sprung, schon war er drüben. Kopfüber, durch die Luft. Zurück ist nur geblieben. Ein wenig Schwefelduft. Frauenmörder Heinrich Pomerenke. Eine Spurensuche. Kriminalistisches Dokumentarspiel von Johannes Weiß. Mit Martin Rentsch, Lisbeth Felder, Matti Krause, Eva Derlieder, Boris Konetschny, Frauke Vetter sowie Bernd Tauber als Richter. Außerdem sprachen mehrere Sachverständige und persönlich Betroffene sowie Zeitzeugen aus Hornberg im Schwarzwald. Ton und Technik: Dietmar Rötzel und Andreas Bernhardt. Musik: Andreas Bernhardt. Regie: Marc Ginsler. Produktion: Südwestrundfunk 2013. Dramaturgie: Uta Maria Heim.